Beim Blick auf das Beispiel sehen wir, dass hier noch zwei Zeilen fehlen, nämlich der sogenannte Ausgabenüberschuss. Wir wollen ja wissen, wie viel die Schule jetzt effektiv zahlen muss. Hier haben wir die ganzen Ausgaben für das Lager. Wir haben hier oben die Einnahmen durch die Schülerinnen und Schüler. Das heißt, wir wollen die Differenz kennen, damit wir wissen, was wir der Schule effektiv verrechnen müssen und wie viel das pro Schülerin und Schüler pro Tag macht. Außerdem braucht es noch die entsprechenden Formatierungen mit diesen schattierten Hintergründen. Wir wählen also hier Ausgabenüberschuss und das soll nun die Differenz der Ausgaben und der Einnahmen sein. Ich mache also wieder eine Formel mit einem Gleich und tippe in die Ausgaben und zähle davon mit einem Minus die Einnahmen weg. Und wenn ich nun die Kosten pro Schülerin und Schüler pro Tag haben möchte, so mache ich das ebenfalls mit einer Formel. Ich tippe auf Gleich diesen Ausgabenüberschuss und den teile ich durch die Anzahl Schülerinnen. Das ist natürlich wiederum nicht manuell, sondern über dieses Feld hier oben, also durch, das wäre dieser Schrägstrich. 19, 21 ist dann die falsche Zahl, da sind die beiden also die Lehrperson und die Begleitperson noch dabei, also durch 19 und dann noch durch 5, weil ein Lager ja 5 Tage dauert. Wenn ich mir das so genau überlege, kann das gar nicht stimmen. Irgendwo muss sich ein Fehler eingeschlichen haben und ich habe ihn sofort entdeckt. Hier sollte nicht 9,65, sondern 19,65 stehen. Und jetzt stimmt es. Der Ausgabenüberschuss, der soll grau hinterlegt sein. Und die Kosten pro Schülerin und Schüler schwarz. Dafür soll die Schrift weiß und fett sein. Dann hier das A, das stört mich noch ein bisschen. Das wähle ich die ganze Zeile aus und wähle eine zentrierte Darstellung. Dafür kann ich das noch etwas schmaler machen.